So, hallo zusammen. Zu den vielen ungeheuerlichen Geschichten, die man aus dem Flutgebiet hört, möchte ich noch eine hinzufügen. Ich bin hier gerade in Ahrweiler und helfe so Kellerleerräumen und so Sachen. Und ich habe soeben aus erster Hand gehört, dass in Heppenheim, im nächsten Dorf sozusagen, am Abend, bevor die Flut kam, die Polizei vorfuhr an einem Haus, in dem eine Polizeikollegin wohnte, dort klingelte. Und die hatte schon vorgepackt und hat die Polizeikollegin mit ihren Kindern evakuiert. Ohne irgendeine Durchsage an die Bevölkerung, ohne eine weitergehende Warnung. Wenn nicht zufällig die Nachbarin rauchend auf dem Balkon gesessen wäre und das gesehen hätte, hätte das kein Mensch mitgekriegt. Die hat die Polizei gefragt, was machten ihr? Und da sagten die, ja, wir evakuieren hier und sind weitergefahren. Die Nachbarin hat ihre Kinder geschnappt, ins Auto gesetzt, hat weitere Nachbarn gewarnt und die sind dann zusammenhaltend die Weinberge gefahren und haben abgewartet und im Auto übernachtet. Soweit ich weiß, läuft eine Anzeige, Strafanzeige gegen die Polizei dort. Aber man stelle sich mal vor, was das für ein Apparat ist, der hier läuft. Ja, das wollte ich bloß mal so beitragen. Schöne Grüße aus dem Zentrum. Tschüss.